Ja, hallo, ihr seht mich jetzt doch auf einem kleinen Video. Das liegt daran, dass ich jetzt tatsächlich in der Schule bin, schon ein bisschen Experimente vorbereitet habe und jetzt mein Handy mit habe und dachte mir, ich zeige euch mein kleines Demonstrationsexperiment, zu dem ihr euch mal Gedanken machen sollt und diese Gedanken mir dann auch mitteilt. Und ja, wie das genau geht, das werde ich euch natürlich auf Moodle zeigen. Jetzt schaut euch bitte mal das Experiment an. Ja, was haben wir hier? Ich zeige mal, was da unten drunter ist. Wir haben dort unter eine drehbare Platte. So, auf diese drehbare Platte lege ich jetzt einen Schaumstoff, eine Schaumstoffmatte und versuche jetzt meine Salzdöschen zu einer Drehbewegung zu zwingen. Das tue ich auch. Ihr seht das? Funktioniert gut. Ich versuche mal, ob ich ein bisschen schneller werde. Ja. So, das ist schon relativ flott, denke ich mir, ne? Das Salzdöschen wird schon schwindelig. So, das funktioniert. Und jetzt mache ich Folgendes. Erstmal packe ich mein Salzdöschen auf die Metallfläche und versuche wieder zu drehen. Und wir sehen, auch das funktioniert mit einer relativ großen Drehgeschwindigkeit. Und der Clou an der Geschichte ist jetzt, ich setze das ganze Ding nach außen. Ich sage gleich, die Löcher haben damit nichts zu tun. Versuche das in Bewegung zu setzen und ihr ahnt, was passiert. So, ihr habt gesehen, was passiert. Das Salzdöschen hat sich von der Platte entfernt, beziehungsweise ist rausgerutscht. Tja, und jetzt die Aufgabe. So, die Frage erstens, warum kann mein Döschen bei einer relativ großen Entfernung vom Drehmittelpunkt auf der Schaumstoffmatte relativ gut stehen bleiben, relativ gut haften bleiben, auf dem entsprechenden, auf der Metallscheibe allerdings nicht. Und die zweite Frage ist natürlich, warum passiert das aber oder warum kann das Döschen stehen bleiben, wenn es sich relativ nah am Drehmittelpunkt befindet? Ne? Ich formuliere das nochmal schriftlich, aber ich habe das schon mal sozusagen von mir mündlich. Und dann macht euch mal Gedanken und schreibt mir mal ein bisschen was dazu. Okay, mal gucken, was dabei rauskommt. Ihr kriegt auf jeden Fall noch ein Video zugeschickt, halt eben mit der neuen Thematik. Alles klar, bis denn. Tschüss.